Jetzt bin ich gespannt, wo es lang geht. Ich würde die Kiste gerne kriegen. Also den unteren Weg. Wir gehen mal unten lang. Wenn ich die Kiste habe, geht's weiter, also zurück. Wir haben ja die Beere, wir bringen die dann dem König. Wir haben ja schon alles gefunden, wenn man es mal genau nimmt. Aber ich würde gerne die Kiste halt haben. Die sieht so verlockend auf der Weltkarte aus. Deswegen, da brauchen wir gar nicht überlegen. Wie hat Oma das gemacht? Beeindruckend. So, ein Schlag, alle weg. Das ist eine Oma, wie sie im Buche steht. Mehr oder weniger. Okay, das Frühstück war lecker. Das ist gut. Okay, ich wollte nach unten, weil nach oben waren wir schon. Wir gehen nach unten. Ich hoffe, dass da dann die Kiste kommt. Hi. Was ist denn heute mit dem Pferd los? Er lässt sich ja gar nicht mehr, lässt nicht von mir ab. Ist mir über Nacht in die Riege der Pferdeflüsterer eingetreten? Die Wahrheit ist, ich habe eine Karotte in meiner Tasche versteckt. Das ist aber gemein. Die besticht das Pferd. Und jetzt reitet sie auch noch auf ihm. Unglaublich. Kiste. 3 Spielscheine. So, theoretisch müsste hier nochmal eine Entscheidung kommen, ob hoch oder runter. Ich würde dann weiter unten bleiben. Weil das andere ist, glaube ich, nur ein Querweg. Den würde ich nicht nehmen. So, Mia ist dran. Alles ist gut. Mia steigt aufs Pferdchen, reitet los. Alle sind weg. Okay. Oh, Wirbelwind. Das war so schnell. Ich habe nichts gesehen. Oma übertrifft alles heute. So, aber Aiden räumt jetzt ab. Ich sag euch, ein Zauber, alle weg. So macht man das. Heutzutage in unserer kleinen Abenteuergruppe. Wir räumen ab. Weiter geht's. Level up. Aiden und Mia steigen auf. Da brauchen wir uns auch nicht wundern. Mit so einem fulminanten, wirklich überraschenden, tollen Zauber schafft man das. Mia lernt strafendes Licht. Lass einen Gegner im Licht der Gerechtigkeit verglühen. Für Azeroth. Sozusagen. Ja. Ich dachte nur, Anduin kann das mit den Lichtern von oben. Aber hey. Ich sag dazu nichts. Okay. Das war die andere Kiste. Gasthaus. Haben wir die große Kiste immer noch nicht, oder? Fehlt noch die große Kiste? Ja, Level 10 mit Magier erreicht. Schön. Aber mir ist so, als ob dann immer noch ein fehlt. Und Level 10 mit Priester erreicht. Sehr schön. Die Nähe wächst. Man kennt sich besser. Sie sind jetzt irgendwie Freunde. Von Feinden zu Freunde sind sie geworden. Sie können geben, und zwar spendiere einem Freund, der keinen hat, einen kleinen Imbiss im Kampf. Das ist super. Und das Pferd mag die Oma immer mehr. Sie sind Freunde geworden. Auch wenn die Oma heute keine Karotte versteckt hat. Ich will in das Zimmer von Micha gehen. Ich will nicht mehr alleine wohnen. Okay. Sie will in das Zimmer von Micha. Dann bringen wir doch Micha mal in ihr Zimmer. Hör mal. Was ist denn? Ich habe neulich etwas über Aiden gehört. Komm mal her. Ja, du. Hör mal. Das ist so. Was? Ist das wirklich wahr? Ja, es scheint doch wirklich so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Und du reist schon so lange mit ihm in einem Zimmer. Tja. Das hätte man nicht von dem lieben Aiden gedacht. Wir wollen nicht wissen, worum es geht. Okay, sie sind Bekannte. Sie loben sich jetzt auch gegenseitig. Komplimente ist etwas, was sie gelernt haben. So. Auf geht's. Wir sind bereit. Wir wollen die
Oh, beziehungsweise Level 10 mit dem Pferd. Geil. Schön, schön, schön. So, aber wir wollen ja, wenn... Wir wollen die Kiste haben, verdammt nochmal. Es gibt ja nur noch eine Abzweigung. Also oben, unten. Das glaube ich ja nicht, dass ich wirklich zielsicher an der Kiste vorbeigelaufen bin. Wie immer. Gut, aber so eine Kiste, die ist halt verlockend. Und natürlich werden wir nochmal angegriffen. Keine Frage. Aber mit ein bisschen Glück haut die Oma die wieder weg. Oma regelt die. Warum die sich überhaupt immer wieder neu uns in den Weg stellen, ich habe keine Ahnung. Aber Oma haut die doch da vorne einfach mal weg. So, und weiter geht's. Es war eine erholsame Nacht. So, nach oben und dann nach unten. Nach oben. Und theoretisch müsste da noch ein Kampf kommen, aber wir werden sehen. Wir sind ja gut erholt, alles ist wieder in Ordnung, die MP und HP, alles im grünen Bereich. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wenn sich uns hier jetzt gleich die Marsfalle 2 Maulwürfe wieder entgegenstellen. Wir erinnern uns, das war die Stelle, wo Micha fast gegessen worden ist, aber auch nur fast. Wir werden das... Huch, das Pferd. Ja, nee, tut mir leid, Großer. Wir hätten hier erstmal die Explosion. Ist wirkungsvoller. Ne? Weil, erwischt alle. Oh nein! Nein! Nicht unsere Heilerin. Also... Okay. Mia fühlt sich sehr schmierig. Wir wollen nicht wissen, wo der Sabber von dem Viech überall hingelaufen ist. Okay, Level up für Micha. Micha ist aufgestiegen, kriegt einen Delibecher. Und wir müssen nach unten. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auf die Kiste... Wir kommen nicht auf die Kiste. Doch, da ist noch eine Kiste. Ich wollte schon sagen. Waldnüsse. Ui, lecker. Schön. So, das müsste jetzt aber doch die letzte Kiste gewesen sein, oder? Ja, hier riecht was gut. Und zwar sind das die Nüsse, die wir gerade eingesammelt haben. Denn wir sind ein tolles Team, wie der liebe Aiden hier gerade uns mitgeteilt hat. Also, wir können uns nicht beklagen. Wir haben alles, wir müssten jetzt ins Gasthaus kommen, genau. Und vom Gasthaus gehen wir dann weiter. Und zwar zurück zum König, der ja immer noch Link und Goomba besänftigen möchte. Und die Prinzessin auch noch, ne? Zelda, die war ja so bockig, die wollte ja mit dem Link da irgendwie sich verloben oder so ähnlich. Das geht ja mal gar nicht. Wir spielen weiter. Wir haben noch einige Zeit. Okay, Oma. Oma will zu mir. Mal gucken. Oma hat ein Geschenk gekauft. Ich habe hier was für dich. Ich weiß nicht, aber ich hoffe wirklich, dass es dir gefällt. Mia erhält ein Geschenk von Oma. Was? Für mich? Oh, ich bin ganz, ganz sprachlos. Also wirklich, was ist es denn? Ein Konzertflügel. Wow, das hättest du doch nicht tun müssen. Mia ist begeistert. Wie passt der Flügel in dieses kleine Geschenk? Und vor allem, warum ist er so leicht? Und seit wann mag Mia einen Flügel? Egal. Sie sind irgendwie Freunde, sie geben sich jetzt alles Mögliche. Und zwar einen kleinen Imbiss im Kampf, wenn der andere keinen hat. Oh nein. Aiden mag Mia und hat das Geschenk gesehen. Aiden ist eifersüchtig auf Oma. Das hatten wir schon mal mit
Mit Micha. Das wird schlimm. Oh Gott. Jetzt bekriegt sich gleich Aiden mit Oma. Aiden und Oma werden bald echte Probleme kriegen. Ich sehe es schon kommen. Und das, obwohl wir doch viel wichtigere Dinge zu tun haben. Ja, gut. Er mag keine Nüsse. Ist er allergisch gegen Nüsse? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hätte ich doch wissen müssen. Ja, aber Mia schmeckt's. Die ist hellauf begeistert von ein paar Nüsschen. Und nimmt den Eisbecher noch hinzu. Ne? Also, die futtert dann noch mehr weg. Ohne Probleme. So, nichts zu futtern. Und wir sind durch mit dem, was ich hier machen will. Ausflüge später. Später, meine Freunde. Wir haben eine wichtige Mission. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Die Kiste ist offen. Wir sollen ja die Frucht abliefern. Und die Frucht der Früchte, die man dem König geben soll. Oh nein. Das gibt es doch nicht. Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Wer ist das? Hi. Mensch. Du auch hier. Du Quälgeist mit einem Auge. Neue Technik. Strafendes Licht. Nichts passiert. Der Geist ist unbeeindruckt. Da muss die Oma sich erstmal stretchen. Und natürlich hauen wir mal mit dem Blitz auf ihn. Er ist ja alleine. Mia hilft, weil Mia hat gerade komplett versagt. Da hat sie Angst, dass Aiden ihr das übel nimmt. Deswegen muss sie mal ganz kurz helfen. Aber Micha, der macht einen Sprungangriff, haut mit allem, was er hat, auf den Quälgeist drauf. Und weg ist er. Aber ganz ehrlich, was ist hier passiert? Jungs, Mädels, wir müssen schnell zur Prinzessin. König Wario ist egal. Schnell, ne? Das ist schnell. Ja, damit ihr wisst, so sieht schnell aus und... Oh nein, die Wache wird vom Quälgeist gequält. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hi. Na du? Auch hier? Du wirst ein blaues Wunder erleben im Zangenangriff zwischen Aiden und Mia. Wusch, wusch. Genau. Und mit noch ein bisschen Feuer. Hüllt das Herz von... Mia! Sie stellt ein Bein! Krieg dich wieder ein. Danke, Micha. Ich wollte sie gerade in die Ruhezone schicken. Auf die Ersatzbank, auf die Strafbank sozusagen. Aber Micha, der macht kurzen Prozess. Mia hat ihm ein Bein gestellt. Da gibt's eine Schelle von rechts. Und prompt ist sie wieder bei Verstand. Und der Quälgeist ist weg. 250 Gesichter gerettet. Und deswegen kommt jetzt sicherlich gleich... Moment, Achtung. Vielleicht irre ich mich. Ich irre mich. Horst hat seinen Auftritt verpasst. Horst, wo bist du? Verflixt. Wir haben den Feind passieren lassen. So ein Monster hat die Welt aber auch noch nie zuvor gesehen. Oh nein, es tut mir so leid. Ich bin kein guter Soldat, gar kein guter. Wir gehen rein. Wir sind mutig, die anderen sind's nicht, aber wir sind's. Hilfe! Ich habe immer noch eine schwere Aufgabe, denn ich bin einer der drei Königsträger. Warum steht der hier nur? Da ist ein Geist. Große Herausforderung weiche ich nie aus. Es sei denn, es geht darum, Monster zu bekämpfen. Ich komme gleich zum König, keine Sorge. Für mein Muskelpaket habe ich hart trainiert. Aber etwas Kampftraining wäre wohl auch nötig gewesen. Weißt du was? Hilf du doch dem König.
Elitewache. Ich sag dazu nur, das sind Elitewachen, wie sie im Buch stehen. Da muss der kleine Abenteurer Aiden ran und deswegen hilft er jetzt mal dem großen König Wario. Keine Cutscene. Was denn das? Na dann, ein nerviger Geist, ein Nerfgeist. Wir wussten es immer. Nerf, Nerf. So, also wir nerven ihn jetzt. Nerven ist ja auch im Computerspielbereich runterstufen, schwächer machen. Das machen wir jetzt mit ihm. Wir stufen ihn runter. Wir werden ihm zeigen, wo seine Gewichtung ist, wo er seine Stellung einzunehmen hat, weit unter uns. Er kann als Diener hinterher schweben, aber nicht einen König und den gesamten Hofstaat terrorisieren. Das geht auf keinen Fall. Okay, der ist nicht gerade leicht. Dann hauen wir mal rein mit dem, was wir können. Wir hauen rein, so weit wie es geht. Wir streuen mal. Da ist in Ordnung. Micha! Okay. Sie war ja schon angegriffen, deswegen. So. Mia muss sich gleich selbst heilen, ja? Also nur so. Und weiter geht's. Okay, so. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Oma macht den Wirbelwind. Besser geht's doch gar nicht. So, Oma ist dran. Nochmal. Sattelt auf. Reitet los. Haut zu. 39 Punkte. Besser geht's doch gar nicht. Explosion. Nervgeist. Du kriegst einen ab. Und zwar mit 33 Punkten. Und... Oh nein. Mia ist gerade blöderweise ein wenig verzaubert. Wir packen sie mal in die Dunkelzone. Und jetzt geht's los. Micha reitet vorbei. Ich finde übrigens, Mia sieht nicht freundlich aus. Ruht sich aus, mir geht's gut. Sie kommt aus der Ruhezone gleich zurück. Sie hat ihre Auszeit genossen. Ihr geht es wieder gut. Sie braucht nicht weiter hier auf der Bank zu sitzen. Wir bringen das zu Ende. Niemand muss nervös sein. Alle sind gut drauf. Das Pferd und Aiden lösen das Problem jetzt endgültig. Und weg ist er. Der nervige Geist. Wir haben ihn genervt. Sauber abgeräumt. Genau. Oh, Bonuserfahrung. Für ihn. Bisschen mehr. Und ein Teufelstörtchen können wir auch noch einstecken. Du, der dunkle Fürst, der hat mich beim Essen gestört. Der kam einfach mal hier vorbei. Der war hier. Im Gemach der Prinzessin. Du willst nicht wissen, was der da gemacht hat mit ihr. Das war also fürchterlich, fürchterlich. Bitte, hilf ihr. Ich flehe dich an. Und wenn er da noch drin ist, schmeiß ihn mal raus. Ja, also, der kann doch nicht einfach ins Gemach der Prinzessin alleine mit ihr. Also, nein. So, guten Appetit. Mein König, ich gehe mal zur Prinzessin. Ich bin zu spät. Du liebe Güte, was waren das für Wesen? Das ist zu viel für mich. Mich, den großen Gumba, der alles kann. Mami, ich hab Angst, hilf mir. Mami oder Mario, wer auch immer. Toller Kommentar vom König. Der dunkle Fürst, Dankwart, hat meine Liebste entstellt. Und ich lieg hier mal wieder nur rum auf dem Boden, wie immer. Er ist in Richtung Nachtmarturm aufgebrochen. Ich wollte ihn aufhalten, aber ich konnte nicht. Meine Beine, sie waren zu schwach. Ich blieb dann mal hier auf dem Boden liegen und ich bleibe auch weiterhin liegen. Ich habe Angst. So, jetzt sind meine Beine ausgeruht, aber trotzdem, ich muss den Schuft verfolgen. Ich renne mal hinterher. Prinzessin, Ohren habt ihr noch? Wartet hier auf mich.
Nicht bewegen, sonst lauft ihr noch gegen irgendeine Wand oder sowas. Ich komme wieder, Zelda. Bis bald. Macht's gut. Wie lief Link denn gerade? Ich werde die Prinzessin retten. Oh ja. Interessiert mich nicht. Ah, das Essen ist gut. Ich frag mich, wie die essen und trinken sollen ohne Gesicht. Kleinigkeiten, ne? Nicht wahr? Okay, wir müssen in den dunklen Turm. Sehr, sehr vertrauenserweckend, der dunkle Turm. Alles gut, nicht wahr, Herr König? Ich habe nicht mitgekriegt, was los war. Ich habe zu viel gefressen, aber hey, die Prinzessin, hilf ihr. Link könnte wohl auch Unterstützung gebrauchen. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Der ist an mir vorbeigerannt, während ich gegessen habe. Das Essen hier, das ist einfach, das ist gut. Das ist das Beste.